Eine Buchempfehlung: Selektioniertes Leben, eine feministische Perspektive auf die Eizellenspende von Laura Perler. Ein richtig gutes Buch, bei Edition Assemblage erschienen. Und zwar hat Laura Perler in spanischen Reproduktionskliniken praktisch Feldforschung gemacht. Das heißt, sie hat Eizellspenderinnen begleitet, Ärzte, Ärztinnen, das Management der Kliniken, die Empfängerinnen und so weiter, und hat praktisch aufgeschrieben. Also man kriegt Einblicke darin, wie das eigentlich funktioniert. Spanien ist ja sozusagen der Hotspot der Reproduktionstechnologie, vor allen Dingen der Eizellspende oder besser Eizellverkauf. Das ist ja die Frage, wie man das auch labeln möchte. Das Ganze ist für uns natürlich auch deshalb interessant, weil Deutschland und die Schweiz sind praktisch die letzten Länder in Europa, wo das illegal ist, also wo technologisch assistierte Befruchtung nur mit eigenen Keimzellen erlaubt ist und nicht mit fremden. Interessant ist das Ganze auch deshalb, weil hier viele so heikle Tabuthemen auch thematisiert werden, und das Hauptsächliche ist die Frage nach der Selektion. Tatsächlich machen spanische Reproduktionskliniken zum Beispiel Werbung damit, dass sie sagen, okay, die Embryonen werden dann zwar nicht mit euren eigenen Eizellen hergestellt, sondern mit Fremden, aber dafür sind die Kinder auf jeden Fall gesund, weil vor der Implantation ja jede Menge Auswahlgeschehen stattfindet. Erstmal wird die Eizellgeberin selektioniert, wie ist sie, dann wird das Genmaterial untersucht und dann werden die Embryonen nochmal untersucht, bevor sie dann implantiert werden. Das heißt, das Versprechen ist, okay, hier kriegt ihr zwar kein eigenes genetisches Kind, aber auf jeden Fall ein gesundes. Ein anderer Aspekt, der ethisch bedenklich ist, ist die Frage natürlich der Ökonomie. Offiziell ist Eizellspende in Spanien nur altruistisch erlaubt, das heißt, es darf nicht dafür bezahlt werden. Faktisch bekommen die Frauen, die das machen, aber 1000 Euro ungefähr pro Zyklus, und das kriegen sie bar auf Tatze als Aufwandentschädigung, und im Prinzip ist letzten Endes gerade diese behauptete Nichtkommerzialität auch ein Motor dafür, dass es so ein florierendes Geschäft ist, weil man muss dann auch keine Steuern bezahlen, es wird nirgendwo registriert und so weiter. Also es ist natürlich für die meisten jungen Frauen, die das machen, gibt es finanzielle Gründe, warum sie das machen. 1000 Euro ist mehr, als die meisten Leute eben durch Arbeit verdienen können in Spanien. Deshalb ist das Geschäft mit dieser Reproduktionstechnologie auch nach der Finanzkrise so explodiert, gerade in Spanien, die ja sehr stark von Arbeitslosigkeit und vor allen Dingen von Jugendarbeitslosigkeit betroffen war. Es sind fast immer Frauen unter 25 in prekären Lebenssituationen, die das machen. Das Buch ist ganz toll, auch wenn ich die total kritische Position von Laura Perlan jetzt nicht teile, weil ich finde, man kann auch die Frage stellen, unter welchen Rahmenbedingungen wäre denn der Austausch von Keimzellen oder das Übertragen von Keimzellen ethisch vielleicht akzeptabel. Aber die Fragen, die sie stellt, legen die Finger natürlich genau in die Wunde. Und was mir auch gut gefällt, ist, dass sie dann auch die Diskurse und die Rahmenbedingungen so analysiert. Also zum Beispiel, dass sie zeigt, wie im Narrativ, also in der Art, wie darüber gesprochen wird, bestimmte Ideen und Ideologien schon transportiert werden, bis dahin, dass es einfach eine ganz unterschiedliche Kommunikation gibt gegenüber den Eizellgeberinnen, die, sagen wir mal, narrativ entwertet und unsichtbar gemacht werden, und den Eizellnehmerinnen, denen man natürlich versucht, was zu verkaufen, aber auf eine Art und Weise, dass das Verkaufen nicht so im Vordergrund steht. Also für alle, die sich mit dem Thema Reproduktionstechnologien aus einer feministischen Perspektive beschäftigen, ist das meiner Meinung nach ein ganz wichtiges Buch. Selektioniertes Leben, eine feministische Perspektive auf die Eizellenspende bei Edition Assemblage.